Würdest du lieber dein restliches Leben ab heute ohne Shampoo verbringen oder ohne Zahnpasta? Würdest du lieber eine Zeitmaschine haben oder dich teleportieren können? Diese und weitere Fragen haben wir uns in der heutigen Episode Würdest du lieber gestellt. Ich erkläre euch jetzt ganz schnell, wie das Spiel funktioniert. Warte! Du erklärst gar nichts. Warum? Du kannst nicht lesen. Du kannst nicht erklären, du kannst nicht lesen. Lass das die Animation machen. Oder die Animation mach auch ich. Das Spiel ist ganz einfach. Uns werden verschiedene Würdest du lieber Fragen gestellt und jeder von uns drei muss sich entscheiden, was er lieber machen würde. Aber wir haben auch euch gefragt, wofür ihr euch entscheiden würdet. Derjenige, der die unbeliebtere Antwort genommen hat, muss einen Zettel aus dem Strafglas nehmen und die Strafe machen. Also ich glaube, das ist ziemlich verständlich für alle, ne? Okay, go! Frage Nummer 1. Würdest du lieber A. bei einem Feuer sterben oder B. durch Kälte sterben? Feuer. Ich tue mir niemals Kälte an. Oder hundertprozentig Feuer. Hundertprozentig Kälte. Guck mal, das ist ein Tick. Das ist richtig schönes Leiden. Anders für die anderen. Echt. Ich sag was anderes. Guck mal, Digga, sag doch einfach. Wenn du durch Kälte stirbst, ne, du brauchst 4 Tage, bis du stirbst. 4 Tage? Grad ist schon kalt. 4 Tage, in denen ich mich lebendig fühle wie sonst irgendwas, wo ich mich richtig fühle. Und außerdem, guck, bestimmt nach ein paar Stunden in der Kälte, müsst ihr so bedenken, bestimmt ein paar Stunden nach der Kälte, ist alles taub. Du sagst mir gerade, dass wenn das alles taub ist, dass du ganz schön aufhören würdest zu leiden, ne? Aber denk doch mal logisch nach, wenn du durch ein Feuer stirbst, ne? Das Feuer macht deine Nervenzellen sofort kaputt. Ja. Das tut 20, 30 Sekunden weh, aber danach spürst du nichts mehr. Weißt du, wie das bei Kälte ist? Es fängt zuerst in deinen Fingerspitzen. Oh mein Gott, ja. Und dann arbeitet sich das langsam durch und das tut die ganze Zeit weh, Digga. Ja. Das ist gut. Wir kommen jetzt zur Lösung. 88% der Zuschauer würden lieber durch Kälte sterben. Seid ihr durch oder so? Auf jeden Fall, jetzt haben wir gerade beide verloren. Aus dem Grund müssen wir beide Schnick, Schnack, Schnuck machen und der Verlierer zieht einen Zettel aus dem Strafglas. Ey, aber ich mach immer Stein. Machst du immer Stein? Ich mach auch immer Stein. Ja, dann mach Stein gleich. Ja, nein, ich mach Stein. Einer von uns wird. Ich mach ehrlich Stein. Ja! Jalla. Du hast gelogen und das passiert Lügnern. Echt, Alter. Ruf ein Sushi-Restaurant an und versuch eine Pizza zu bestellen. Ja, hallo, guten Tag. Und zwar hätte ich gerne eine Margherita mit viel Käse. Sie haben falsch angerufen. Hier ist das China-Restaurant. Ja, dann ist mir egal. Also ich nehme dann Thunfischpizza. Sie haben falsch. Hier ist keine Pizza. Keine Pizza. Keine Pizza? Ja, dann... Ach so, okay, ja, okay, dann bitte einen großen Döner mit. Hallo? Frage Nummer 2. Würdest du lieber wollen, dass die allerersten Aliens, die Menschheit kontaktieren, A. organisch sind oder B. mechanisch roboterhaft sind? Organisch. Boah, roboterhaft, 100%, das ist richtig Science Fiction. Ich wär voll in meiner Welt. Die nehmen deinen Kopf aus. Organisch, Bruder. Bruder, guck mal, weißt du warum? Denk dir mal rein theoretisch, logisch nach auf einer Ebene. Und zwar. Organische Aliens, Bruder, die haben Gefühle. Das sind Menschen. Man kann die auch, bam bam. Guck mal. Und man kann die auch killen, ja. Falls es so weit kommen soll. Aber warte mal. Hast du Transformers gesehen? Ja. Hast du Transformers gesehen? Die ficken dein Leben. Oder hast du Arnold Schwarzenegger gesehen? Guck mal, ihr wollt nichts erleben im Leben. Ihr wollt langweilig. Ich will nicht sterben. Hast du Terminator gesehen? Warte, hast du gehört? Er will nicht sterben. Er geht davon aus, dass er stirbt. Ich werde eins mit den Robotern. Bruder, das wird krass. Wenn Außerirdische kommen. Ich geh davon aus, die wollen Krieg hin. Und das werden die jemand machen wollen. Wenn ja, das Ding ist auch vor allem Leute wie dich, werden die auseinandernehmen. Boah, die würden dich richtig kaputt. Die würden dich zerlegen. Ich werde deren Herrscher. Aber man muss ehrlich sagen, der hat mehr Metall im Gesicht als wir. Von daher vielleicht. Das stimmt. Und außerdem müsst ihr überlegen, wenn Roboter kommen, wer hat die Roboter gemacht? Dann gibt's noch viel mehr zu entdecken. Ihr seid nicht wissbegierig genug, Mann. 90% der Zuschauer haben gesagt, dass die Roboter organisch sein sollen. Ihr versteht uns beide. Dankeschön dafür auf jeden Fall, Alter. Ey, das geht nicht ein. Lies vor, was da steht! Du machst das jetzt. Organisch, metallisch. Der Arme, der ist richtig kaputt, Alter. Ja, Bruder. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Das kann ich nicht machen. Bruder, du musst. Alter, jetzt ruf mal deinen Chef an, Alter. Was ist los mit dir? Schon seit 2 Tagen warten wir. Ich arbeite da seit einer Woche. Der weiß nicht mal, wie ich heiße. Ja. Hi, ich bin Sevlana. Ja, hi. Bitte. Hi, ich wollte mal fragen, in 2 Wochen, ist das da okay, wenn ich 1-2 Tage krank mache? Was ist das denn für eine Frage? Sowas fragt man doch gar nicht. Aber, Du musst doch irgendeine Begründung haben. Ja, ich hab da ja zu tun. Du hast zu tun? Ja, dann kannst du dir Dienstag die Kündigung abholen, Kollege.
Denke ich mal gar nicht. Das war aber doch nur Spaß. Ich mache doch nicht krank, aber ich kann auf jeden Fall nicht. Ja, dann müssen Sie einen Urlaubsantrag stellen. Nein, also ich bin gesund da. Also ich komme natürlich an den Tag, aber es kann sein, dass ich krank bin auf jeden Fall. Es könnte sein, dass Sie krank sind. Also Sie sagen mir jetzt gerade bei allen Ernstes, dass Sie nicht wissen, ob Sie krank werden. Ich verstehe gerade nicht, warum Sie mich überhaupt anrufen. Ja, damit Sie planen können, dass die Mitarbeiter zahlreich da sind. Ja, Sie wissen doch, dass wir momentan unterbesetzt sind. Dann können Sie sich doch jetzt nicht hier zum Affen machen am Telefon. Ein Freund von mir springt wohl ein. Was? Ist doch gar nicht versichert, der weiß doch gar nicht, wie das hier abläuft. Ja, das muss ja keiner wissen. Muss ja keiner wissen? Also, mein Freund, hör mal zu. Dienstag, 8 Uhr pünktlich antanzen und dann reden wir nochmal. Dann wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Wochenende. Einen Moment, ey. Du bist der geilste Chef, den ich je hatte. Das kannst du mir nicht antun. Und wie ich das kann? Ja, du kannst mir mehr Geld geben. Also, das wird mir hier zu blöd. Also, ne. Ich war mir sowieso so ein komischer Vogel. Ey, Bruder, den Job bist du auf jeden Fall los, Alter. Ich fange jetzt aber bei mir im Fitnessstudio an, das wird wohl okay sein. Frage Nummer 3. Würdest du lieber A, nie wieder sehen können oder B, nie wieder hören können? Nie wieder hören können. Digga, nie wieder sehen, Alter, was ist los bei dir? Was für nie wieder sehen, Digga, was ist los bei dir? Ey, der braucht Hilfe, der braucht Hilfe. Oh mein Gott, guck mal. Was nimmst du? Nie wieder hören. Ja, nie wieder hören. Guck mal, ey. Was willst du mit, was bringt dir hören, wenn du nicht sehen kannst? Mein stärkster Sinn ist mein Gehör. Ich brauche nicht zu sehen. Ich kann alles mit meinem Gehör machen. Ich kann meine Augen zumachen. Du wirst mich nicht mit einer Faust treffen. Was labert der? Warte. Mach deine Augen zu. Mach deine Augen zu. Was labert der? Mach deine Augen zu. Mach mal deine Augen zu und mach so mit deinen Augen. Nein. Kannst du nicht, ne? Selbst ich kann das nur. Und ich habe mich für Hören entschieden. Warte mal kurz. Meinst du das gerade? Ey, der hat das eingeloggt. Die Zuschauer haben sich entschieden. 0% würden lieber nie wieder hören können und 100% würden lieber nie wieder sehen können. Stark. So voll dumm. So, das ist das Dümmste, was du gemacht hast. Ich kann mich mit meinen Zuschauern identifizieren. Ruf eine Pizzeria an und sag, die müssen dich adoptieren. Spreche ich da? Mit bitte. Bitte. Mein Vater hat mich rausgeschmissen. Bitte adoptier mich. Ja, alles gut. Ja, geht das? Du musstest eine Story aufbauen, Digga. Als wäre das so selbstverständlich. Aber guck mal, ich hätte an seiner Stelle gesagt, ja komm her, du kannst heute schlafen bei mir. Weil du jeden Typ bei dir pennen lässt. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Mit wem spreche ich da? Hallo. Carlo. Hi Carlo, kurze Frage vorweg. Bist du jemand, der im Winter Obdachlosen und so hilft? Ja, guck mal, jetzt hast du aber auch falsch gemacht. Der dachte bestimmt, du willst umsonst essen. Digga, du willst adoptiert werden, du bist nicht obdachlos. Schönen guten Tag, einmal kurz dranbleiben, ich hab hier was anderes an der Leitung. Hallo! Hallo! So viel, der keine Ahnung. Bitte schön, wie kann ich helfen? Ist da jetzt jemand dran? Ja, hier ist jemand dran, ja. Ja, hi, schönen guten Tag, mit wem spreche ich denn da? Mit Alex, wieso? Ach so, hi Alex, kurze Frage, es ist ein bisschen kalt geworden momentan. Mir geht's echt nicht so gut. Kann ich bei euch essen? Kann ich bei dir essen kommen? Im Gegenzug adoptierst du mich? Bitte? Junge, ruf mal woanders an, geh mir nicht auf den Bitte, Alex! Alex war nicht so gut drauf, der macht mir nicht. Frage Nummer 4. Würdest du lieber A, mit Tieren sprechen können oder B, alle menschlichen Sprachen der Erde sprechen können? Mit Tieren sprechen, definitiv. Warum? Das ist doch viel interessanter. Wir wissen ja ungefähr, wie Menschen sind. Aber mit Tieren zu sprechen... Der macht es einem echt einfach. Ich nehme ab jetzt immer das, was der nicht nimmt. Aber nein. Und ich bin richtig. Und ich gehe jetzt gut. Aber warte, jetzt mal ohne Spaß. Wenn das, ohne... Wenn die Mehrheit, wenn ich jetzt verliere, weil ich Tiere genommen habe, ne? Dann bin ich echt enttäuscht von der Menschheit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch hundertprozentig auch für Tiere sprechen. Weil, Digga, überleg mal. Menschliche Sprache, ne? Die kannst du ja eigentlich so lernen. Ja. Also wenn du dir Zeit nimmst, Bruder, wenn du Zeit hast, kannst du die alle lernen. Aber tierische Sprache, die kannst du nicht lernen. Vielleicht liegt das daran, dass Missy schon mit Hunden und so sprechen kann, Alter. Was? Guck mal, ich würde auf jeden Fall menschliche Sprache nehmen. Einfach aus dem Grund, weil, Bruder, wenn du mit jedem reden kannst, Top G, Bruder, ja, ne, keiner kann dich aufhalten, ja, wenn du jede Sprache kannst. Redest du doch so mit mir, Mann, das wird sich für dich gar nicht so ändern. Das stimmt auch, Alter.
Der redet nur mit uns. Aber beim Zocken so bestimmt. Meint nur mit euch. Der wartet jetzt auch, dass ihr Tiere genommen habt. Die Zuschauer mal abstimmen. 69% würden lieber alle Sprachen der Erde können. Seid ihr dumm? Seid ihr so langweilig? Ich verstehe euch, ich verstehe euch ganz genau. Alles gut. Das ist die Minderheit, das ist die Minderheit. Ihr wollt alle menschlichen Sprachen sprechen können, damit ihr den Rest eures Lebens in Deutschland Deutsch spricht. Schnick, schnack, schnick, Verlierer macht Strafe. Ich nehm immer noch Stein. Ich nehm, nimmst du nicht? Ich nehm immer noch du Stein. Du pokerst. Ich poker nicht, ich nehm immer Stein. Ich nehm auch Stein. Ja, schnick, schnack, schnuck. Hab ich abschneiden? Alter, das kann nicht gut werden, Alter. Das kann nicht gut werden, Alter. Das kann nicht gut werden, Alter. Es ist Zeit für einen doppelten Rückenklatscher. Ausziehen, Leute. Boah, geil! Geil, geil, geil! Los, steh auf, komm! Ich zieh auch meine Ringe aus dabei, ja? Komm. Boah, boah, boah! Diese Hornhaut habe ich für dich gesammelt. Nur für dich gesammelt. Ich werd den so knallen. Nein, verpiss dich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich brech mir die eigene Hand dabei. Gegen die Wirbelsäule. Mach dich gegen die Wirbelsäule! Nein, nein, nein! Mach dich gegen die Wirbelsäule! War Witz, Junge! 7, 6. Bruder, ich hab den ganzen Körper. Und der von hinten, Alter. Wie eine Ratte. Wie eine Ratte. Der dachte, dann zieht sein T-Shirt an, ist vorbei. Nein, deiner war der Schlimmere, Alter. Der kam aus dem Nix, Alter. Fuck! Also, ich will ganz ehrlich mit euch sein. Ihr kennt mich. Ich war kurz davor zu weinen, aber ich habe nicht geweint. Frage Nummer 5. Würdest du lieber A. in die Vergangenheit reisen und deine Vorfahren treffen? Oder B. in die Zukunft reisen und deine Nachfahren treffen? Auf jeden Fall B, weil was bringt mir die Vergangenheit? Oder ich würde 100%... Ich respektiere meine Vorfahren, mal, aber meine... Du musst... Warte, was würdest du nehmen? Ihr labert wieder an... Ey, ihr seid... Guck mal, es fängt schon wieder an. Ihr wollt eure Nachfahren sehen, die eure Kinder so sehen werden. Ich will lieber sehen, was vorher gab, Alter. Das ist viel interessanter. Was wollt ihr da an Nachfahren machen? Roland, du musst dir überlegen. Warte mal. Roland, deine Nachfahren können ja dir was erzählen. Genau. Nachfahren können ja nichts. Was wollen die? Ist du mein... Nachfahren ist das, was nachkommt, oder Vorfahren ist das, was vorkommt. Aber echt? Soll ich ganz ehrlich mit euch sein, wieso ich jetzt die Zukunft nehmen würde? Und zwar musst du jetzt so überlegen, ne? Wie hast du mehr Einfluss auf dein eigenes Leben? Du darfst nicht vergessen, nachher reist du ja wieder zurück. Bruder, du gehst zu deinen Vorfahren und dann sagst du, ey, so und so und so. Die sagen, verpiss dich, die hören dir nicht zu. Denk, du Opfer. Du Opfer, wer bist du? Hör mal, hallo. Fertig. Hallo. Aber Zukunft, Bruder. Deine Nachfahren sagen, oh mein Gott. Bruder. Danke, danke, dass du hier bist und so. Wir wollten dich schon immer kennenlernen. Ganz ehrlich, ja, okay. Einerseits hab ich recht. Aber ich, ey, sei mal ruhig, Missy. Aber ich gehe lieber in die Vergangenheit, sehe meinen Opa und Oma da, also 20 Mal. Geh mit denen da Lehmhütten bauen und Getreidefelder anbauen und genieß mal ein bisschen Leben, das früher. Einfach aus Prinzip. 63% aller Zuschauer würden lieber in die Vergangenheit reisen. Yeah! Nein, ey, Bro, Spaß in die Zukunft. Du Opfer! Ja. Du Opfer, setz dich hin! Ich fick den Typen hinter dieser Kamera. War voll klar. War voll klar, dass der wieder falsch liegt. Meine Fresse, Alter. Weißt du, worüber der sich voll freuen würde? Über Arschlöcke. Geh auf die Straße und fang mit einer fremden Person eine Konversation an. Du musst die folgenden 5 Wörter ins Gespräch einbinden. Flitterwochen, sich nähern, Wolken, Warnung und lassen. Jalla. Ich habe mal eine Umfrage, müssen Sie nicht beantworten. Wo würden Sie am liebsten eine Flitterwochen verbringen? Oh, aus dem Alter bin ich raus. Malediven. Malediven? Oder lieber da sein lassen, allgemein? Malediven. Malediven? Ja, okay. Ja, klingt schön, da sind die Wolken klar, Malediven. Ja, will ich doch wohl hoffen. Ja, aber jedoch weiß ich nicht. Aber schön, Malediven, finde ich gut. Gut. Danke. Frage Nummer 6. Du bist ein Charakter bei Avatar. Würdest du lieber A. Luft bändigen können oder B. Wasser bändigen können? Bruder, da bin ich auf jeden Fall hundertprozentig für Luft. Hundertprozentig. Was sagst du? Also, ich... Guck mal, der sagt jetzt was. Ich wette, der sagt jetzt was. Nimmst du aus Prinzip immer das, nicht das gleiche wie ich? Na, oder? Ich mag dich sowieso nicht, ne? Das ist schon mal der erste Grund, das beeinflusst einen sich, aber ich muss ja neutral bleiben. Aber ich nehme da trotzdem tatsächlich Wasser. Wasser, warum? Ich bin mächtiger mit Wasser. Oder Wasser, ich glaube, warte mal kurz. Wasser ist stärker. Ich versuche dich zu verstehen. Kann man nicht verstehen, den Jungen. Geht nicht. Guck mal, Bruder, überleg mal, du hast so Avatar gesehen, diesen Comic, ne? Ja. Oder auf jeden Fall Avatar. Wasser, voll langweilig, oh. Der Typ ist doch ein Luftbändiger. Oh. Aber guck mal, du machst ein Tornado und ich hole eine Tsunami. Ich mach dein Tornado weg und du bist mit weg mit meiner Tsunami. Und denk nicht, meine Tsunami kommt in dein Tornado. Nein, Bro, aber nur weil du, guck mal.
man kann ja nicht direkt Wasser-Tsunamis machen in der Serie. Ja, musst du erstmal drauf haben. Musst du erstmal drauf haben. Nur der Avatar. Und du bist ein Lelek. Und du wärst heftig der Avatar. Du wärst Nebencharakter davon, der. Bis sie redet. 75% der Zuschauer würden lieber Luft kontrollieren können. Weißt du, was man daran merkt, Bruder? Wir verstehen unsere Zuschauer. So, weißt du, ich meine, wir haben eine gute Bindung, Alter, aber du. Weißt du einfach, was ich dazu sage? Ich habe mich im Leben schon weiterentwickelt und ich kann meinen Zuschauern am besten noch Dinge erklären und die weiterbringen im Leben. Die sind mit euch auf eine Wellenlänge. Ihr kommt durch die nicht weiter. Hey Leute, ich will ehrlich mit euch sein. Wenn ihr auf diesen Jungen hört, ihr werdet der größte Sibbo hier, Alter. Oh, Spaß. Wenn den als Vorbild hat, der Arm bringt euch nicht weit. Wer hat sich diese Strafen ausgedacht? Schöne kalte Jahreszeit. Verbringe 15 Sekunden im nächsten Fluss. Du redest doch die ganze Zeit von Wasserbändigen. Nee, jetzt hast du die Chance. Oh mein Gott, Abdul, du bist der Krasseste. Und wenn du da drinnen bist im Fluss, mach Piu Piu, war der Tsunami. Also Dev, dann würde ich mal sagen, zeig uns mal deine Wasserbändiger-Künste, Alter. Ey, stell mal vor, gleich kommt ein Blitz. Und dann bist du richtig. Der gibt in deinen Arsch. Aber sei, das ist gefährlicher, meine Körpertemperatur sinkt so schnell, Alter. Spring rein. Aber spring, Bruder, Körper. Ehrlich. Ich kann, ey, das Wasser ist so tief, Mann. Letzten Worte irgendwie? Falls ich einen Herzinfarkt oder so kriege, weil mich das Wasser so... Also ich rette dich nicht, ne? Ich habe noch eine gute Idee, spring doch von der Brücke. Ja, ey, ich würde, aber das Wasser ist echt niedrig, Alter. Nackter Kurde, ey. Nackter Kurde. Komm ich nach da oben, der ist noch ohne Spaß. Spring rein. Bruder, spring. Alter, ich wusste. Ja, dann geh rein. Nein, Bruder, geh nicht rein. Oh mein Gott, ey. Einmal reinlegen. Ist das kalt? Du musst das nicht ist reinlegen. Ist das nass? Ich denke, ne? Mein Schuh geht runter. Ey, ich schwör, mein Schuh geht runter. Jetzt geh rein, du musst einfach mit Körper ins Wasser. Hör auf, warte. Bruder, hör auf. Ey, das zieht mich runter. Mit Körper rein, Bruder. Oh, ich schwöre, ich erfriere. Ja, dann leg dich hin, leg dich hin. Mach schnell, Bruder, drück mit. Wasserbändige jetzt. Mach Wasserbändigungen. Oh, der Dreschkopf. Hey, Jungs. Oh mein Gott. Mit Kopf unter Wasser. Boah, ich will das so geil. Oh, fuck, mein Leib. Ey, das geht nicht. Stabiler, ich krieg fast den Herzinfarkt, Alter. Willst du mal sagen, Dodi? Oh, geil, ja. Ey, ich brauch dazu. Frage Nummer 7. Würdet ihr lieber gegen 1000 Enten große Pferde kämpfen oder gegen ein Pferde große Enten? 1000 Dinger, die so groß sind, auf 4 Beine, ja, ne? Oder du musst dir vorstellen, das ganze Zimmer wäre voll. Okay, auf oder jeden Fall noch weiter. Das Ganze hier also in kubikenmäßig voll, meinst du? Oder eine Ente, die so groß ist wie ein Pferd, wenn man das richtig verstanden hat. Also ich box dich lieber diese eine Ente, die groß ist wie ein Pferd, weil ich hab's vor mir. Guck mal, ich bin ehrlich, ich würde die kleinen Enten große Pferde auseinandernehmen. Wisst ihr warum? Wer sagt denn, dass diese Fläche so klein ist? Vielleicht bist du auf einem riesigen Feld. Oder dann rennst du die ganze Zeit. Boah, ja, aber wie boah, lange dauert okay, das? Okay, du bist doch. Ich würde einen nehmen und dann. Bruder, aber der eine, kannst du so eine Ente packen? Guck mal, diese eine Ente, du bist da vor der Nähe. Oder du nimmst. Bam, oder gehst du und tauchst runter. Guck. Weißt du? Realistisch gesehen, was ist härter? Schon diese große. Dann nehme ich die große, weil ich will hartes Training. Ich will nicht so ein Pillepalle, Alter. Die 1000 knall ich so weg, ich will einen richtigen Bossgegner haben. 68% würden lieber gegen die eine pferdegroße Ente. Jetzt ehrlich? Ja. Wer hat verloren? Danke, dass ihr einmal in diesem Leben mit mir einig seid. Warte mal kurz, eine Frage. Wie alt sind unsere Zuschauer, Alter? 7. Ich würde sagen, kommen wir zum spannenden Teil. Strafe. Brauchst du nicht nochmal Schläge? Gruppenstrafe. Eins, Maul, Alter! Warte mal kurz! Ich hab einen Einwand! Warum werde ich für deine Dummheit bestraft? Ich krieg 10-mal hintereinander eine eigene Strafe, er kriegt einmal eine Strafe und kriegt eine Gruppenstrafe, damit ich... Ey, warte mal kurz. Wer hat den Rückenklatscher gemacht? Ich oder du? Sprecht euch ab jetzt nur noch mit sie an. Wer es nicht schafft, bekommt einen Rückenklatscher. Oh, geil! Das können wir so machen. Ich würde Sie gerne bitten, mit der nächsten Frage fortzufahren. Ich schaff das nicht. Jungs. Ich rede gar nicht mit euch. Frage Nummer 8. Würdest du lieber A. dein restliches Leben lang nur noch bei McDonald's essen? Oder B. dein Essen ab heute immer selber jagen müssen? Warten Sie mal. Würden Sie lieber Das kann ich Ihnen sagen. Das sage ich Ihnen. Erzählen Sie mir. Ich mag keinen McDonald's. Wer bei Burger King, würde ich wahrscheinlich B nehmen. Ja, so siehst du auch aus, ey. Er lügt so viel, ne? Wie oft es mir kommt. Fuck! Mein Gott! Was passiert? Was? Siehst du auch aus, hat er gesagt. Nein! Ja! Ja!
Aber nur einer. Also da ist nur eine Rückenklatsche. Ey, Abdul, lass mich. Schnick, schnack, schnuck. Ja, okay, mach du. Warum den? Nein! Boah! Diese Hand ist zwar klein, ne? Aber ey, die kann, von draußen gucken zu, oder? Die macht Schaden. Die macht Schaden. Ich will, dass die ganze Stadt zuguckt. Ich hol da so viel Newtonmeter raus, ne? Ist das Newtonmeter? Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Bei so einer Strafe, irgendein Typ, der so sitzt, ne? Und einfach nur so guckt und lacht. Weißt du, wie ich den aushole? So oder? Bats! Hey, aus der Schulter! Aber, ne? Warte, guck mal! Ja, Jalla, jetzt dreh dich um! Dreh dich um, Jalla! Nicht auf die Wirbelsäule, ne? Ich hau dir hier gegen. Nicht auf die Wirbelsäule. Ich hau dir hier gegen. Walla Billa, ey Jungs, mein Arm tut, Walla Billa, meine Hand tut richtig weh. Leute, entschuldigt bitte die kleine Unterbrechung, aber das war notwendig. Ich finde, wenn man das Essen selber jagt, ne, das ist so eine Art Männlichkeit und ich bin ein Mann und darum ist das gut. Weil ich finde das so leider ein dummer Mann anscheinend. Guck mal, ey, Bro, du isst kein Fleisch, du bist gar kein Mann. Leute, ich will ehrlich sein, so, hat Fleisch so auf Straße Coupons? Ja. Nein, hat nicht, aber Mac ist und so hat Coupons dann. Warte, was? Bruder, überleg mal einen rein technischen Aspekt. Weißt du, wie viel Zeit du investieren müsstest, wenn du jeden Tag dein eigenes Fleisch jagen würdest? Ja, klar, Bruder. Nein. Bitte hört nicht darauf, man auch ungesunde Ketten und ihr solltet euch ausgewogen gesund ernähren. Nein! Warte, nein, geht Meckes! Geht Meckes! Nein! Jan, ich würde trotzdem Meckes gehen, weil ich habe nicht die Zeit und die Kraft, hier jeden Tag Tiere zu jagen. Da habe ich mal 3 Monate kein Reh, Alter, was soll ich machen? Meckes oder Burger King? Fischmeckse von Meckes sind sehr lecker, finde ich. Burger King mag ich nicht. Auf jeden Fall, ich bin definitiv. Ich bin zwar, ja, ich esse keine Tiere, aber wenn ich die selber jage, hat das nichts mit, mit der Tierhaltung und so zu tun. Ich empfehle dir mal Tiere zu essen. Und ich will ein langes, gesundes Leben haben und das habe ich nicht, wenn ich jeden Tag bei Meckes esse und deswegen nehme ich auf jeden Fall das mit jeden Tag Tiere jagen. Das war eine sehr schöne Argumentation, oder? Aber also, fühlst du dich nicht schlecht, wenn du selber die Person bist, die diese Tiere tötet? Ja, natürlich. Ich, was bist du für ein Veganer, dass du die Tiere selber mir wird umbringst? Das nicht gefallen, das Tier zu nehmen und zu schlachten, aber es geht um mein Überleben. Leute, teilt mal bitte das Video, damit diese militante Veganerin das sieht, dann wird den richtig auseinandernehmen. Danke. Ey, ich mag die übrigens. Ich mochte die mal nicht so, aber mittlerweile mag ich die echt. Ich finde die gut. 59% aller Menschen würden lieber nur noch bei McDonald's essen. Ich hab gewonnen! Ihr faulen Boah, was? Ich hab noch einmal faul! Was? Du bist aber noch einmal faul, Alter. Willst du sie? Jana, Jungs, macht mal diese Schnick-Schnack-Schnuck-Film, Alter, bitte. Und sieht mal die Strafe. Einfach so, ohne was zu sagen, Digga. Aber er nimmt immer Stein. Er hat gesagt, er nimmt Stein. Ich hab auch gesagt, ich nehme Stein. Jana. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja! Jalla, komm, bitte. Deine Hand war ich voll oft drin. Video. Schreib einen Liebessong über die anderen beiden. Oh, yeah. Ihr seid die Besten. Ohne euch wäre ich nix. Ich würde für euch alles tun, wirklich alles. Danke, dass ich mit euch YouTube machen darf. Yeah. Dieser Fluss ist voll dreckig, ja, ich kann das doch schmecken. Sag, hast du einen Garten? Ich müsste immer scheißen. Bin grad in der Kita, die Kids wollen mich testen. Zum Glück tragen sie keine schusssicheren Westen. Ich guckte nach vorn und dann traf ich 2 Jungs. Ich war so naiv und war noch so dumm. Ich zog nur ein Zettel und dann wurde ich gebumst. Doch für diese Jungs würd ich alles tun. Für euch würd ich alles tun. Für euch würd ich alles tun. Für euch würd ich alles tun. Von Bielefeld bis nach Peru. Für euch würd ich alles tun. Für euch würd ich alles tun. Tun. Für euch würd ich alles tun, von Bielefeld bis nach Peru. Ja, für euch würd ich alles tun, Tofu, Plant-Based, Mischkonsum. Für euch beiß ich in ein Huhn, ich würd das immer wieder tun. Ja, für euch würd ich alles tun, Tofu, Plant-Based, Mischkonsum. Für euch beiß ich in ein Huhn, ich würd das immer wieder tun. Frage Nummer 9. Würdest du lieber A. ab heute immer erste Klasse umsonst fliegen können oder B, in jedem Restaurant kostenlos essen können? Ich würde definitiv, ich will als erstes sagen, in jedem Restaurant ganz ehrlich, auch kostenlos essen. Scheiß auf Fliegen, was kostet ein Flugzeug 100 Euro? Hier, Alter, ich fliege nur 2 Euro. Erste Klasse und da ist auch rein theoretisch. Digga, guck mal. Rein theoretisch ist da auch immer Essen bei. Also ob du Economy fliegst oder Business fliegst, dauert beides genauso gleich. Von der Länge her. Aber ey, du kommst mit First Class nicht schneller an. Ja, aber wie oft, Jungs, wie oft fliegt man im Jahr? Wie oft fliegst du im Jahr? Ich bin ehrlich, ich fliege 2-3 Mal im Jahr. Essen brauchst du immer. Fliegen.
Ich geh nach Hause, ich hab keine Lust mehr, wenn ich mir sowas anhöre von den beiden jetzt schon wieder, ne? Ich kann endlich reisen, wohin ich will. Was ist das teuerste an einem Urlaub? Genau, der Flug. Ja, kann okay, aber kommst du an und hast da eh kein Geld. Kann ich nach Jahren? Doch, man kann da oft billig leben. Zum Beispiel Thailand, super billig, aber der Flug ist halt nicht billig. War klar, dass er nach Thailand will. Nein, ich nehme morgen den Zug nach Düsseldorf und fliege nach Japan. Ihr habt keine Ahnung von Lebensqualität. Mir reicht das, wenn ich zu den Philippinen fliege und da fast nichts habe. Ich esse meine Kokosnuss da vom Baum. Mein Flug ist umsonst. Mir geht's gut. Beste Leben. Sitz am Strand. Gerade was auch Thailand, was immer Philippinen so. Alles, ja, das ist ja das Ding. Alles. Und ihr sitzt im Restaurant und isst das, was ihr auch eine nächste Dönerbude kriegt. Nur 7% aller Zuschauer würden lieber kostenlos fliegen können. Warte. Nee, ich bin gerade richtig schockiert, dass es nur 7% sind. Also ehrlich schockiert. Ich glaube, weißt du, woran es dir fehlt? An allgemeinem Wissen. Euch fehlt es an Individualität. Ihr denkt alle gleich. Nein. Machen musst du. Ich mach das nicht. Was steht da drauf? Ich kann das nicht machen. Nein. Stopp! Ey! Ey! Walla Billa, ich schwör auf alles. Ich greif immer wieder ein. Was steht auf dem Zettel? Trink Wurstwasser, aber der ist Vegetarier heute. Leute, guck mal. Ich weiß, dass mein Freund Vegetarier ist, ne? Aber das ist seine eigene Entscheidung und ich respektiere das. Aber der hat bei dieser Challenge mitgemacht und der will sich weigern, Wurstwasser zu trinken. Wusste ich das? Hast du Angst vor Wurst? Guck mal, warte. Eine Sache. An denjenigen, der die Strafen gemacht hat, wenn der weiß, sein Kollege ist Vegetarier, dann denkt man an seinen Kollegen und nimmt nicht so eine Strafe mit rein. Weil Dev echt lange geheult hat, sind wir einfach zum Kaufland gefahren und haben ihm die schärfste Chili dort gekauft. Er isst jetzt eine Habanero, weil Wurstwasser darf er nicht trinken, er ist... Ich darf, aber ich will's nicht. Er ist Veganer, Vegetarier. Ich bin echt anfällig, wie scharf die ist, und er meint, die ist nicht so scharf. Dann sagt die so, ganz, ganz dünn schneiden. Ich so, ich muss die ganz essen. Die so, warum? Ich so, ja, ich hab eine Wette verloren. Ich so, du stirbst doch. Die so, nicht, dass du hier Erstickungsanfälle kriegst. Der hat Angst. Einfach du Angst hast. Guck mal, was ich gegoogelt habe gerade. Wenn ich nicht alleine war, kann man von Schärfe sterben. Kann man nicht. Ich hab Angst. Leute, ich schwör auf alles. Ich hab das schon mal gegessen, ne? Und ich schwör auf alles, was ich habe. Ich hab keine Luft bekommen, ich bin gestorben und der weiß das noch gar nicht. Ich mach mir eigentlich echt Sorgen um den. Hälfte. Damit euch eins klar ist. Ich hab Angst, dass du stirbst. Nur Hälfte. Damit eins klar ist, Leute, ne? Ich bin nicht so dumm. Ich weiß, das, was ich gerade mache, ist die dümmste Aktion meines Lebens, weil ich kann das gar nicht. Ich darf das gar nicht. Mir ist klar, wenn ich die esse, ich werde am Arsch sein. Aber ich mach's trotzdem. Von Bielefeld bis nach Peru. Okay. Ganz, Bruder. Ganz. Okay, ganz, Bruder. Ess das aber auch noch. Schluck lieber schnell. Ich merke das jetzt schon. Oh, war das ein Atem, Alter. Ich merke das jetzt schon. Übertreib nicht, yo. Guck mal, wie der tut. Alles gut, Bro. Der alles Trink, gut. Trink, der tut Trink. Nur so, der tut Boah, nur so. Ich hab das so gut gerochen. Ei, Bayer. Boller, sein Atem ist sogar scharf. Ich mach nur Kerl hier. Geh mal, lass er weg. Geh mal bitte weg von dem, Bro. Ich glaube, das Schlimmste kommt so in 5 Minuten, aber du machst nicht. Nein, Dauli, ich hab vergessen dir das zu sagen. Ich hatte Atem, Bro. Ich hab gekotzt, mein Leben. Ich hab mein Leben rausgekotzt. Dann war das nicht. Ich kann doch gerade ab, Mann. Ich halte das gerade gar nicht aus, ne? Und genau das hier, meine Freunde, nennt mein abruptes Ende. Bitte like das Video, bitte teilt es, kommentiert, würde uns freuen. Folgt uns auf Instagram und checkt das andere Video, was die ganze Zeit hier eingeblendet wird. Auch auf jeden Fall ab. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Die küssen eure Herzen. Ananas.